Es gibt großartige Serienware, die unsere Fernsehmacher an den Start bringen. Und Fernsehen wird dadurch auch besser wieder. Wir sind bei Burda News in Hamburg und wir sprechen mit Philipp Schulze, Chefredakteur von Cinema, und mit Lutz Carstens, dem Chefredakteur von TV Spielfilm. Beide zusammen legen ein neues Serienmagazin, das auch so heißt, an den Kiosk. Und auf dem Titel ganz prominent Emily Clark in ihrer Paraderolle als Drachenmutter. Sind Sie beide echte Game of Thrones Fans? Also ich für meinen Teil auf jeden Fall schon. Am Anfang habe ich mir ein bisschen schwer getan, aber nachdem ich so die ersten zwei Episoden, dieses Komplexe durchschaut hatte für mich, bin ich vollkommen angefixt. Und wie ist das bei Ihnen, Herr Carstens? Das reicht, wenn der Philipp da der große Fan ist. Ich stehe eher auf die etwas heimischeren Formate und die so ihre Genese im Fernsehen haben. Wie kommen Sie zu Ihren Bewertungen? Bei TV Spielfilm weiß man das ja, da sind die Handlungen, die Filme, die Sie bewerten, die Sie empfehlen, bekannt. Wie ist es bei Serien? Haben Sie die neue Staffel Game of Thrones schon irgendwo in der Schublade auf DVD liegen? Nein, das haben wir natürlich nicht, weil sie auch noch gedreht wird. Das wäre ein bisschen schwierig. Ja, wir haben natürlich die vorherigen Staffeln gesehen und auch alle Staffeln und Serien, die in diesem Heft sind. Das sind ja weit über 100. Die haben wir natürlich gesichtet. Und daraus resultiert dann die Kritik. Das heißt, es ist mehr eine Kritik, die retrospektiv ist? Game of Thrones ist ja unsere Titelgeschichte. Das heißt nicht, dass wir die 8. Staffel bewerten, weil wir sie nicht sehen konnten. Wir beleuchten mehr den Hype und gehen an die Drehorte, verraten so ein paar Background-Infos und Anekdoten auch vom Set. Und das in einer sehr, sehr großen und sehr opulenten Geschichte. Und das sind halt Sachen, die man so im Netz nicht findet. Das ist alles so zusammengetragen. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sie da sehr, sehr viele neue Infos für sich selber erfahren. Sie sind ja nicht die Ersten, die es mit einem Serienmagazin, mit einem gedruckten Serienmagazin versuchen. Was macht Sie sicher, dass das Ganze auch gedruckt funktionieren wird am Kiosk alle halbe Jahre, wie Sie es geplant haben? Sicherheit gibt es da natürlich nicht. Ja, wir haben aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und Erfolge, die wir am Kiosk mit Cinema und TV Spielfilm haben, gute Hoffnung, dass unsere Leser auch zum Thema Serien letztendlich etwas größer, etwas umfangreicher informiert werden wollen als in unseren Mutterheften. Und jetzt schauen wir mal, wie sehr uns unsere Leserschaft folgt. Und wir hoffen natürlich, dass wir von auch außerhalb unserer Leserschaften dort Käufer finden werden. Und zudem ist es ja so, dass wir in diesem Heft zwei Redaktionen zusammengeführt haben. Also die Expertise von zwei Redaktionen finden Sie in diesem Heft, auch zwei Herangehensweisen. Sowohl von TV Spielfilm, die ja natürlich mit Serien und Fernsehen schon aufgrund ihres Mutterheftes sehr viel zu tun haben. Und wir Cinema, was Kino angeht, das Cineastische damit reinbringen. Und somit ergibt sich natürlich ein Gesamtbild, was so auf dem Markt noch nicht vorhanden ist. Ist das ein Modell für die Zukunft angesichts sinkender Auflagenzahlen von klassischen Programmzeitschriften? Naja, wir arbeiten ja schon eigentlich seit Bestehen von TV Spielfilm Cinema ist die ältere Marke ja sehr eng zusammen. Also wir machen auch keine Unterschiede in Bewertungen letztendlich. Und ein Teil der Fernsehzeitschriften und des Fernsehprogramms war immer auch schon die Kinoauswertung. Und so sieht es heute auch mit Serien aus. Und letztendlich ist das unser Stoff, an den wir mit ähnlicher Expertise rangehen, selbstverständlich. Insofern, niemand hat die Programmzeitschriften früher gefragt, warum habt ihr ein Kino drin? Also die modernen TV-Spielfilme hat damit begonnen. Genauso sehen wir das heute mit Serien und vor allen Dingen mit den Serien, die über Plattformen kommen. Es gehört zu unserem Stoff, den wir unserem Publikum letztendlich aufbereiten. Wir geben An- und Abschaltempfehlungen. Wir sagen, geht ins Kino, schaltet das Fernsehen an, schaut und ladet euch über VOD oder Streaming diese Formate runter, weil wir sie gut finden und sie nicht für verschwendete Zeit halten. Turi 2 TV, das Branchenfernsehen.